So, wer jetzt mit will, hat noch genau 5 Minuten Zeit. Was ist mit der Spülmaschine? Ich bin 5 Minuten fertig. Die Schlingenlotte. Warte, warte, warte. Warte, das kann noch rein. Luisa! Wie geil ist das denn? Oh, netter Versuch, Lottchen, aber so wird es draußen auch nicht wärmer. Noch keine 2 Sekunden hier und direkt eine große Klappe. Kennst du mich doch. Komm rein. Christian? Hi. Du, ich dachte, du kommst erst heute Abend. Wir müssen jetzt zur Arbeit und in die Schule. Du wusstest, dass sie kommt? Ja. Ja, er hat mich überredet zu kommen. Echt cooler Plan, dass du erstmal die Family auschecken willst. Bist du Paul? Ja. Hi. Willst du einen Kaffee? Dafür haben wir noch Zeit. Ich trinke doch keinen Kaffee. Nicht mal das weißt du noch? Doch, natürlich. Ich dachte nur, weil du jetzt... Nee, komm. Ist egal. Wo kann ich denn pennen? Komm, ich zeig dir mein Zimmer. Okay. Ihr habt 3 Minuten. Ich versuche in der Praxis alles so zu schieben, dass ich möglichst schnell wieder da bin, ja? Okay. Oh, läuft bei dir, würde ich sagen. Oh, ich freue mich so, dass du gekommen bist. Ich glaube, Mama hat damit gar nicht mehr gerechnet. Ja. Ganz ehrlich? Ruhig mehr öfter reagieren kann. Auf was? Auf ihre Versuche, sich mit dir zu treffen, zum Beispiel. Und ich dachte immer, ich bin die ältere und vernünftige von uns beiden. Ich bin eben kein Baby mehr. Nee, absolut gar nicht. Ey, sag mal, krieg ich eigentlich eine Nummer? Eine richtige Matratze. Der Dachboden ist voll. Ich bin auch froh, dich zu sehen. Das ist diesmal echt lange her gewesen. Ich muss dir noch so viel erzählen. Wie? Was du nicht posten konntest? Ich will alles wissen. Jetzt! Holst du es von der Schule ab? Ja, okay. Oh, ich muss los. Tschüss! Ciao. Ich hab so gehofft, dass Luisa kommt. Ja, und jetzt ist sie da. Hurra! Sie war so abweisend. Ist doch alles neu für sie, ist doch logisch. Habe ich mich schon bedankt, dass du sie offenbar angerufen hast? Nein. Danke. Du brauchst dich aber auch nicht bedanken. Ich meine, ich will, dass du glücklich bist und Luisa gehört dazu, das ist doch logisch. Aber hättest du das nicht gemacht, dann wäre sie jetzt noch bei Holger in Berlin. Auf mich hat sie überhaupt nicht reagiert. Ich verstehe nicht, wieso Frauen immer über Dinge reden, die gar nicht stattgefunden haben. Das weiß ich auch nicht. Großes Labor, Marc. Alles klar. Guten Morgen, Nora. Guten Morgen. Ich kann heute niemanden mehr zwischenschieben. Ich muss möglichst schnell wieder nach Hause. Okay. Was ist denn los? Oh, die verlorene Tochter ist zu früh nach Hause gekommen. Oh, ich verstehe. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja, aber wenn Sie so durch die Kälte gestapft sind, dann bin ich mir nicht so sicher. Hillmann mit Doppel-L und Doppel-N. Ich weiß. Sie waren lange nicht da, Herr Hillmann. Weil ich gesund bin. Dann kommen Sie mal mit, Herr Hillmann. Mit Doppel-L. Und Doppel-N. Ja, natürlich. Da ist der Fersensporn. Das ist wohl was an der Hacke, richtig? Ja, ist eine Knochenwucherung. Sie werden Einlagen brauchen und eine Physiotherapie. Es klingt ja nicht wirklich gefährlich. Ist es auch nicht. Sagen Sie, waren Sie nicht mal Lehrer? Schülern was beizubringen, habe ich immer geliebt. Aber jetzt, naja, man gewöhnt sich an den wohlverdienten Ruhestand. Mhm. Fehlt Ihnen der Unterricht? Gut erfasst, Dr. Kleist. Herr Hillmann, ist alles in Ordnung? Im Alter wird man ein wenig wackelig auf den Beinen. Verstehe. Ich würde mir das trotzdem gerne noch mal anschauen. Legen Sie sich doch noch mal hin. Geht das? Vorsicht.
Haben Sie öfter diese Unsicherheit? Ja, so hin und wieder. Einmal bitte das Bein über das Knie legen, dass der Fuß frei schwingt. Mhm. Sie haben lebhafte Reflexe. Lebhaft ist doch gut, oder? Ja, mittellebhaft wäre besser. Mal das Bein parallel legen, bitte. Sagen Sie mir doch, wann die Vibration aufhört, ja? Spüren Sie das? Nein. Und das? Nichts. Spüren Sie das? Ah, jetzt spüre ich was, ja. Also, was soll der Hokuspokus? Herr Hellmann, ich will ganz offen sein. Sie haben lebhafte Reflexe, aber eine eingeschränkte Körperwahrnehmung. Ich würde ganz gerne Neurographie durchführen. Ach, das muss doch nun wirklich nicht sein. Ehrlich gesagt halte ich eine Nervenmessung für dringend erforderlich. Also nicht so ungut, Dr. Kleist, aber da möchte ich doch gerne eine zweite Meinung einholen. Natürlich. Also das könnte jetzt gleich ein wenig stechen. Ist das etwa Strom? Das lassen Sie mal ganz schnell sein. Herr Hillmann, Frau Dr. Thelen weiß durchaus, was sie tut. Haben Sie ein paar Klassen übersprungen oder wie muss man sich das vorstellen? Charmant, Herr Hillmann. Aber für ein Medizinstudium braucht man heutzutage nicht mehr so lange, wenn man dranbleibt und es durchzieht. Lerneifer imponiert mir. Ich hatte mal eine Schülerin, die hat tatsächlich eine Klasse übersprungen und ist jetzt Germanistin in Harvard. Ah, Sie waren Deutschlehrer. Ja, zweites Fach Latein. Gallia est omnis divisa in partes tres. De bello gallico, Kapitel 1. Also, wenn Sie den guten alten Cäsar auswendig können, dann kann man Ihnen wohl vertrauen, Frau Dr. Thiel. Ja, also, gut, dann bringen wir es hinter uns. Also, Achtung. Haben Sie eigentlich noch weitere Beschwerden? Ja, so ein Brennen an den Füßen, auch auf der Zunge. Und noch irgendwelche anderen Beschwerden? Nackenschmerzen. Und wenn ich die Treppe hochlaufe, da bin ich doch sehr kurzatmig geworden. Es könnte in der Tat sein, dass Ihre Kurzatmigkeit von Bewegungsmangel herrührt und weniger davon, dass Sie kurz vor dem Herzinfarkt stehen. Ich würde deshalb gerne einen Bluttest machen. Würden Sie auch so vorgehen, Frau Dr. Thelen? Absolut. Geht schon. Frau Wallner, haben Sie bei mir einen Termin? Ne, erst in ein paar Wochen. Heute. Ronja Krüger? Möchte deine Mutter nicht mitkommen? Hier ist nicht meine Mutter. Ronja. Gott, was ist denn passiert? Sie hat sich beim Schulbrot machen den Finger geschnitten. Ich kann selber reden, Kerstin. Es hört nicht auf zu bluten. Na, dann sollte ich mir die Wunde gleich mal angucken. Hm? Komm mit. Papa, kommst du? Kerstin, du musst das verstehen. Sie ist halt Teenager, ja, ich weiß. Danke. Ronja? Nee, eben nicht danke. Patchwork. Ist schwierig. Hast du
du das früher schon gesagt, dass deine Wunde nicht aufhört zu bluten, Ronja? Eigentlich nicht. Was ist mit Zahn-OPs? Gab es da mal irgendwelche Schwierigkeiten? Nee, also ich hatte keine. Irgendwelche anderen Operationen? Vielleicht eine Mandel-OP? Oder wurden hier mal die Polypen entfernt? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ja, dann ruf Mama an. Ich weiß sowas. Ich würde dir ganz gerne Blut abnehmen. Was mit deinen Tagen? Sind die ungewöhnlich lang? Schon. Aber das ist doch total unterschiedlich, oder? Ja, das stimmt. Aber es könnte auch ein Symptom sein. Ich würde dich ganz gerne unserer Gynäkologin mal vorstellen. So, Moment mal. Wenn Sie sagen Symptom, was vermuten Sie denn, was das ist? Ronja hat ganz offensichtlich eine verstärkte Blutungsneigung. Hat in Ihrer Familie irgendjemand so eine Erkrankung? Nicht, dass ich wüsste. Die Funktion deiner Leber würde ich auch gerne überprüfen. Das klingt ja alles echt gruselig. Ist es überhaupt nicht. Wir fangen mit der Ultraschalluntersuchung an, dann die Frauenärztin und dann steigern wir uns zur Blutabnahme, okay? Schlimmste zum Schluss. Darf dein Vater bei der Untersuchung dabei sein? Muss echt nicht. Und Kerstin wartet. Ach, Quatsch. Das ist doch vollkommen unwichtig. Ja, ja, geh schon. Sonst wird sie sauer und haut ab. Los. Haben Sie Schmerzen? Ich arbeite einfach zu viel im Sitzen. Tja, dann leg dich mal hin. Also Papas Freundin nervt echt. Ich kann die einfach nicht leiden. Hast du denn schon mal versucht, sie zu mögen? Hm. Nimmst du eigentlich irgendwelche Schmerzmittel? Weil sie wissen, ob ich drogensüchtig bin. Bist du's? Nein. Hinterm Paramour könntest du die Strumpfhose ausziehen. Ich will lieber zu Mamas Frauenärztin. Ach so. Ja, das verstehe ich natürlich. Andererseits, es wäre schon ganz gut, wir würden deine Symptome möglichst schnell abklären. Die Freundin von deinem Vater, die kommt schon einige Jahre zu mir. Sie vertraut mir. Das spricht sowas von gegen Sie. Kerstin hat mich hierher geschleppt. Die bringt einfach alles durcheinander bei uns. Aber sie war für dich da, als du ihre Hilfe brauchtest. Den Tonfall kenne ich. Kriegt Mama auch immer. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich auch Mutter bin. Ich habe 2 Töchter. Die eine lebt bei ihrem Vater. Na gut, wenn es denn wirklich so dringend ist. Gynäkologisch ist alles in Ordnung. Und dass ich meine Tage so lange habe? Das muss andere Gründe haben. Das müssen wir mit Frau Dr. Thelen besprechen. Was mich interessiert, darf ich? Ja. Diese Hämatome, woher hast du die? Keine Ahnung, vom Hockey? Mhm. Sind aber ganz schön viele, oder? Ich habe halt ab und an blaue Flecke. Das ist aber nicht normal, Ronja. Hast du vielleicht Schwierigkeiten in der Schule? Was willst du damit sagen? Na ja, bist du gemobbt? Muss sie sich jetzt in alles einmischen? Die hat einen Namen, Ronja. Mein Gott, Kerstin will dir doch nur helfen. Helfen nennst du das? Was ist denn hier los? Ach, das ist ja der Druckverband. Es ist besser geworden. Ja, passt. Wenn du jetzt immer mal rund mitbringst, kannst du uns gerne jeden Tag abholen. Schau weiter. Ich kann heute nicht, Lenny. Meine Schwester ist da. Ist Lenny ihr Freund? Ja. Ich dich auch, du Spinne. Ciao. Und? Kann dieser Lenny was? Ist 18, hat einen Führerschein.
Nicht schlecht, Lottchen. Es wurde aber auch Zeit. Sind doch die tollen Neuigkeiten? Das nervt nicht. Wie geht's Papa? Ja, arbeitet viel. Also Lisa, wenn du willst, kannst du uns bei der Hochzeit helfen. Wir wollen für... Oh mein Gott, peinliche Spiele. Mhm. Du machst es mit dem Brautraten, wo er die Beine von 10 Frauen abgrapschen muss. Oder willst du lieber Klopapier tanzen? Aber da wird Rosalie traurig sein. Ihr verarscht mich doch. Außerdem, wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt bis zur Hochzeit bleibe? Hm? Warum bist du denn sonst da? Ich will von Tanja endlich wissen, warum sie damals unsere Familie kaputt gemacht hat. Habt ihr nie drüber gesprochen? Nee, nie. Stimmt. Ja, dann frag sie doch einfach und mach nicht so ein Drama draus. Ich meine, Tanja ist wirklich voll in Ordnung. Mit ihr kann man wirklich über alles reden. Also dich hat sie jedenfalls schon mal um den kleinen Finger gewickelt. Hat schon ein bisschen gedauert. Wie wär's, wenn wir heute alle zusammen was kochen? Jetzt übertreib mal nicht. Ich hab schon mitgekriegt, dass ich hier mitten in Bullerbügel gestrandet bin. Wir sind eh dran. Haushaltsplan. Oh mein Gott, sowas gibt's wirklich? Mhm. So. Jetzt Achtung, es könnte jetzt ein klein wenig zwicken. Also im Krankenhaus müsste alles immer zack, zack gehen. Symptome, Untersuchung, Diagnose, weiter. Gerade in der Notaufnahme gab es immer super viel zu tun. Ja, ich weiß, ich war auch viele Jahre in Berlin in der Notaufnahme. Aber hier in der Hausarztpraxis, da müssen wir uns natürlich Zeit nehmen für den Patienten, auf ihn eingehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Na dann, Wiedersehen. Wiederschauen. Herr Hillmann? Ich fand das übrigens wirklich toll, wie Sie den Hillmann eingefangen haben. Mit Lehrern kenne ich mich gut aus. Im Gegensatz zu Ihnen ist meine Schulzeit ja noch nicht so lange her. Herr Hillmann, im Labor. Was ist denn passiert? Er hat einen Schwächeanfall und ist einfach zusammengeklappt. In den Türrahmen. Hypersonare Klopfgeräusche. Verdacht auf Pneumothorax. Eindeutig. Tatsächlich. Pneumothorax. Ja. Einmal lokal Anästhesie und ein Drainageset vorbereiten. Herr Hillmann, setzen Sie sich bitte. Was habe ich denn? Ihre Lunge ist kollabiert. Weil ich gegen die Tür gelaufen bin. Die Ursache ist noch unklar. Herr Hillmann, wir brauchen noch einen Rettungswagen sofort. Danke, von Hartsfeld. Nora, ich fahre mit. Alles klar. Wir sehen uns dann zu Hause, Christian. Wir müssen auf jeden Fall die Ursache für den Pneu finden. Lass uns mal schauen, ob die CT-Bilder schon auf dem Server sind. Ja. Die Röntgenaufnahme war jedenfalls ohne Befund. Guck mal hier. Eine angebrochene Rippe, leicht verschoben. Da. Das ist doch ein winziges, abgesplittertes Knochenfragment. Ja, ragt in den Pleuraspalt. Das muss entfernt werden. Wir müssen sofort operieren. Ich übernehme die restlichen Patienten heute. Sie müssen wohl nachsitzen. Im Gegenteil. Und wenn Sie nicht klarkommen, dann übernehme ich die Radiologie gleich mit. Das kann doch nicht so schwer sein. Nur über meine Leiche. Was ist das hier eigentlich für ein widerliches Zeug? Um den genießen zu können, muss man etwas von Tee verstehen. Und das, was ich da in Ihrer Hand sehe, das ist... Geschmäcker sind halt verschieden. Mit dem Salat machst du aber nicht zum ersten Mal, Luisa. Also bei Papa und mir gab es immer nur Fastfood, oder was? Ah, es stimmt. Also, wir haben gehört, es gibt Familienzuwachs. Checken Sie mich gerade ab? Aha. Ich überprüfe die Schwesternähnlichkeit. Aha. Und? Und? Na, eine große Klappe habt ihr ja alle beide. Um das mal aufzuklären, ich bin Inge, herzlich willkommen. Und das ist Bernd. Bernd. Luisa.
Inge und Bernd sind quasi wie die Großeltern hier. Okay? Lange Geschichte. Ja, da könnte ich Folgendes erzählen. Ja, später, Bernd. Sag mal, Luisa, Lotte hat uns erzählt, du machst ein freiwilliges soziales Jahr? Ja, im Kindergarten. Das sollten noch mehr junge Leute nach dem Abi machen. Bei uns im Krankenhaus ist es echt eine Erleichterung. Ich bin Michael, ich wohne oben. Wie viele Leute haben hier eigentlich einen Schlüssel? Na, Rosalie noch, meine Tochter. So, jetzt hast du fast alle kennengelernt. Großfamilienalarm halt. Mist, die braucht noch ein bisschen. Ja, dann halt erstmal Salat. Hallo. 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 So. Luisa, weißt du eigentlich schon, was du nach dem freiwilligen sozialen Jahr machen möchtest? Ja, also ich will Ergotherapie studieren. Oh. Früher wolltest du immer Stewardess werden und um die ganze Welt reisen. Also erstens heißt das Flugbegleiterin, ja? Und zweitens sind diese Pläne schon ungefähr 1000 Jahre alt. Wir haben in letzter Zeit nicht besonders viel miteinander gesprochen. Sag mal, wo sind eigentlich Paul und Rosalie? Die sind noch oben. Paul, Rosalie, kommt ihr essen? Ja, wir kommen. So, jedenfalls wollte ich noch sagen, Luisa, es ist sehr schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in unserer Familie. Ja, morgen gehen wir alle zusammen Eisstock schießen, oder? Ja, super Idee. Du verstehst wirklich überhaupt gar nichts. Nein, offenbar nicht. Was habe ich Falsches gesagt? Magst du keinen Eisstock schießen? Oder weil ich das mit der Ergotherapie nicht wusste? Ich finde das total toll, wenn du was studierst. Vielleicht kannst du das auch mal bei uns in der Praxis. Ey, sag mal, bist du eigentlich schwer vom Begriff? Du hast die ganze Zeit noch nichts Richtiges gesagt. Du und Christian, ihr macht einen auf heile Familie, dass ich gar nicht so viel essen kann, wie ich kotzen könnte. Ich weiß nicht, was ich tun soll, damit du dich hier zu Hause fühlst. Zu Hause? Ich hab ein Zuhause, okay? Wir hatten ein Zuhause, aber das hast du ja kaputt gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Und Papa hat nie verstanden, warum du gegangen bist. Aber das war dir ja total egal. Du bist nämlich losgezogen und hast dir einfach schön eine neue Familie gesucht. Wie praktisch. So war das nicht. Ach nein, wie war's denn dann? Siehst du? Nicht mal jetzt. Nicht mal jetzt hast du den Mund dazu zu stehen. Nee, mir reicht's. Komm mir bloß nicht wieder hinterher. Wo ist Luisa? Die ist einfach rausgelaufen. Aber ihre Jacke? Mit der Kälte. Ach, Lotte. Sie geht nicht ans Handy. Mit hat sie's aber, hätte er sonst irgendwo im Haus geklingelt. Christian hat recht. Sie kommt bestimmt bald zurück. Die muss nur mal richtig durchatmen. Ja. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass sie erwachsen ist. Aber sie ist auch immer noch mein Kind.
hätte erstmal alleine mit Luisa reden sollen. Das hilft nichts. Wir müssen sie suchen. Ja, wo denn? So klein ist Eisenach ja nur auch wieder nicht. Besser als gar nichts machen. Ich sag Paul schnell Bescheid. Lass uns gehen. Schatz. Meinst du, es ist klug, wenn du mitkommst? Ach so, ihr meint, wenn sie mich sieht, dann haut sie eh gleich ab, ne? Naja, es ist ja auch richtig, muss ja auch einer hierbleiben, falls sie zurückkommt. Ja. Gut, dann bleibe ich auch hier und leiste dir Gesellschaft. Bis gleich. Ich rufe dich an, wenn wir sie finden. Zum Bahnhof? Ja, es ist unwahrscheinlich, aber lass uns da anfangen. Hm. Zur Schule? Gute Idee, den Weg kennt sie. Alles klar. Paul ist im Netz. Da hat sie irgendwas gepostet. Tochter friert und wir trinken hier Heißgetränke. Darf ich dich daran erinnern, dass sie freiwillig rausgelaufen ist? Ich kann sie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob sie so stur ist, dass sie lieber erfriert, als zu mir zurückzukommen. Naja, so ein kleiner Hauch weniger Dramatik wäre gar nicht schlecht. Ich meine, wir sind nicht in der Antarktis und Schneestürme sind auch nicht gemeldet. Ich kenne sie nicht mehr. Das macht mich fertig. Ja, Tanja. Weil du eine gute Mutter bist. Ja. Ich sehe doch, wie du mit Lotte umgehst. Und mit Paul und mit Rosalie. Mit Luisa wird das auch gelingen. Luisa sich gemeldet. Was? Sie hat die Ortungsfähigkeit im Handy angestellt. Er hat ein Signal aufgefangen. Sie ist bei der Gartenkolonie. Meinst du, ist was passiert? Ich hoffe nicht. Los. Für Sache. Ich geb die weg. Ich bin froh, euch zu sehen.
alle Schäflein wieder eingefangen. Und ich soll wohl nicht? Nee, lass mal. Gute Nacht. Ingebert ist draußen. Ja, ich gehe schon. Danke, Inge. So gern. Schlaf gut. Wie geht's dir denn? Gut. Ja, Lotte macht dir eine Wärmflasche. Ist alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. War ein ganz schöner Schrecken. Mhm. Komm mal her. Sei nicht sauer, Mama. Bin ich nicht. Ich verstehe, dass Luisa Fragen hat. Wir sprechen nie über damals. Vielleicht habe ich da eine falsche Entscheidung getroffen. Ja? Dr. Kleist. Der Dr. Sandmann hat gesagt, ich hatte eine angebrochene Rippe. War wohl richtig gefährlich. Ja, in der Tat. Wenn die Lunge erstmal kollabiert, dann ist höchste Eile geboten. Sie sind übrigens gegen die Wand gelaufen, weil Sie einen Vitamin B12-Mangel haben. Aber dagegen bekommen Sie jetzt Injektionen. Und bei der Kollision hat sich meine bereits angebrochene Rippe verschoben und ein Knochensplitter hat sich in den Pleuraspalt gebohrt. Wie bitte? Der Pleuraspalt. Lateinisch cavitas pleuralis oder cavum pleurae, das ist der enge Raum in der Brusthöhle zwischen dem Wandblatt und dem Brustfell. Ich bin fasziniert, Herr Hellmann. Ronja, was machst du da? Du, wenn du Hunger hast, dann sag doch was. Das kann ich doch machen. Mama hat gesagt, sie holt mich ab und kommt dann mit zum Arzt. Und danach bringt sie mich zur Schule. Mit Sicherheit nicht. Mama wird sich gefälligst an die Regeln halten, die vom Gericht festgelegt wurden. Ich hab diesen ewigen Streit so satt, Papa. Könnt ihr euch nicht mal normal verhalten? Wie andere Eltern auch? Das ist fast so wie früher. Da hast du dich auch immer bei mir festgezeigt. War halt spannend bei dir. Ist das Griesbrei? Mhm. Das ist das Einzige, von dem ich weiß, dass ich das mag. Immer noch? Okay. Also dann. Kirschen für Luisa.
Mandarinchen für Lotte. Und Zimt und Zucker für dich und Papa. Ja. Okay. Als Holger und ich, als wir uns getrennt haben, da wart ihr 10 und 12. Und es war verdammt schwer, immer das Richtige zu sagen. Wir waren alle sehr verletzt. Wir waren verletzt. Du dagegen? Man versucht immer, seine Kinder irgendwie zu beschützen, aber eine Mutter ist auch nur ein Mensch, Luisa. Ein Vater aber auch. Das stimmt. Und in so einer Situation gibt es eigentlich nur Verlierer. Ich würde sehr gerne den Tag mit euch beiden verbringen. Bist du echt frei? Das hast du noch nie gemacht. Oh. Dann wird's ja mal Zeit. Also, Ronja. Du hast das von Willebrand-Syndrom. Ist das gefährlich? Es ist eine Gerinnungsstörung, wie wir schon vermutet haben. Es gibt aber Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen. Die musst du aber nur in bestimmten Situationen nehmen, zum Beispiel bei Operationen. Es ist keine schwere Form und auch nicht lebensgefährlich, okay? Es ist nur einfach so, dass du diese Medikamente immer bei dir haben musst. Und du bekommst auch einen Patientenpass, wo deine Krankheit drinsteht. Hey, also, ich bin froh, dass es nichts Lebensgefährliches ist. Ich habe euren Vater sehr geliebt. Wirklich. Sehr. Und diese kleine Familie, die wir damals hatten. Auch sehr. Ich wollte euch immer nur beschützen. Wovor denn bitte? Vor der Wahrheit. Holger hat mich betrogen. Das ist klar. Und nachdem ich das rausgefunden hatte, wurde unsere Ehe kompliziert. Was soll das heißen? Ich habe versucht, ihm zu verzeihen. Das habe ich wirklich. Aber er hat es immer wieder getan. Und das habe ich einfach nicht ausgehalten. Das ist so ein Scheißdreck. Du willst Papa einfach nur schlecht reden, damit du selber besser dastehst. Nee, Luisa, das will ich nicht. Ganz sicher nicht. Luisa, ihr wart damals so klein. Ich konnte euch das nicht erklären. Und ich wollte auch, dass ihr ein gutes Verhältnis zu eurem Vater habt. Nach der Scheidung wolltest du mit Holger nach Berlin ziehen. Das war sehr schwer für mich. Das kannst du mir glauben. Und wenn ich dir erzählt hätte, warum ich mich getrennt habe, dann wäre ich vielleicht nicht mitgekommen. Aber du warst immer schon ein Papakind. Und ich wollte das akzeptieren. Ist mir nicht leicht gefallen. Tut mir leid, Mama. Du hast mich nicht mehr Mama genannt seit, ich weiß nicht wie lange. Das lässt sich jetzt wohl auch nicht mehr ändern, oder? Daran, dass ich deine Mutter bin? Nee, das kannst du vergessen. Anja, Kerstin würde gerne bei uns einziehen. Für Sex muss sie doch nicht bei uns wohnen. Ach, Anja. Wenn sie einzieht, kann ich ja gleich wieder Anja, gehen. Anja, das... Ah! Papa! Ah! Papa! Ich
spüre meine Beine nicht mehr. Ich kann mich nicht bewegen. Spürst du das? Nein. Ich spüre nur so ein Kribbeln. Einmal habe ich es stabilisiert, ich ziehe nur Opiate auf und wir müssen den Zugang legen. Ist er gelähmt? Das hoffen wir nicht, es wird die Untersuchung gegeben. Bitte nicht, bitte nicht. Es tut mir so leid. Michael, Patient Krüger, 48, inkompletter Querschnitt nach Treppensturz, Kreislauf stabil, bis jetzt hat er Opiate und Ringe, ansonsten GCS bei 13. Herr Krüger, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen im Rückenbereich? Immer mal wieder Schmerzen. 1, 2, 3. Okay, wir machen einen CT, Anästhesist anfordern und den Patienten für die OP vorbereiten. Danke, Kollegen. Ronja. Hey. Danke, dass du angerufen hast. Wenn Papa, wenn er jetzt im Rollstuhl landet und ich dann nur die Hälfte der Zeit bei ihm bin und er euch dann auch noch trennt. Ich verspreche dir, ich verspreche dir, dass ich ihn damit nicht allein lasse, okay? Ich weiß nicht. Schiebt sich doch immer überall dazwischen. Keine Ahnung. Ronja, ich fühle mich auch ganz oft ausgeschlossen. Jetzt? Du? Seid so verliebt und die ganze Zeit zusammen. Störe ich doch nur. Es geht doch nicht darum, eine Entscheidung zwischen dir und mir zu treffen. Entweder wir kriegen das alle zusammen hin oder eben nicht. Wir alle drei. Also deinem Vater geht es gut und wird auch wieder ganz gesund. Wir konnten den Bruch stabilisieren. Er liegt im Zimmer 16. Solche Angst um dich? Wir. Ja, wir. Hättet ihr euch nicht einfach etwas früher verschwestern können, dann hätte ich mir nicht extra den Rücken dafür brechen müssen. Ist ja schon ganz schön übermütig für einen frisch operierten, oder? Ich muss für 4 Wochen in die Reha. Kerstin kann doch auch jetzt schon bei uns einziehen, Papa. Das fände ich sehr schön. Ich auch. Ah. Sorry übrigens, dass ich so anti drauf war und dass ich nicht genug Klamotten eingepackt habe. Von mir kannst du auch noch was leihen. Oh, Mama? Ja? Hängt hier eigentlich irgendwo dein Hochzeitskleid rum? Ja. Tada! Das ist nicht dein Ernst. Das hattest du doch schon 1000 Mal an. Wir gehen shoppen. Sowas von. Warum machen wir das jetzt so ein Geheimnis draus? Das ist doch nur ein Hemd. Was heißt nur ein Hemd? Das ist mein Hochzeitshemd. Es ist das Hemd. Jetzt muss das nur noch Christian gefallen. Der hat keine Wahl. Eben. Ganz gut. Hi. Was machst denn du hier? Nichts. Und du? Nix. Aha. Und jetzt? Jetzt gehen wir da lang und ihr da lang, oder? Ja. Das ist super. Hi. Dann sehen wir uns zu Hause. Ja. Okay, tschüss. Tschüss.